So, hallo und herzlich willkommen noch einmal ganz kurz heute am Montag, den 20. Februar 2017. Es ist rund 16:15 Uhr und das ist das Live-Trading TV zu US-Markteröffnung, hier exklusiv für JFD Brokers. Und ja, eigentlich so viel Spektakuläres haben wir gar nicht zu berichten. Also ich kann an der Stelle schon mal vorwegnehmen, Trading Setup wird es definitiv nicht geben. Und das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Wir haben heute einen US-Feiertag. Der Feiertag ist George Washingtons Geburtstag. Und der sorgt dafür, dass heute hier es zu einem verkürzten Handel an den Terminmärkten eben in den USA kommt. Der Handel bei JFD an der Stelle, kann ich schon jetzt vorwegnehmen, wird eingestellt um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das heißt also, alles, was hier auch beispielsweise in WTI stattfindet, aber eben auch beispielsweise in Gold, Dow Jones, Silber, S&P, Nasdaq, die gesamte Bandbreite zu finden, übrigens im MetaTrader, wenn man über den Posteingang geht. Und dann gibt es die Market Holidays hier. Und dort dann entsprechend die E-Mail mit den veränderten Handelszeiten, angegeben übrigens in GMT. Das heißt also, man muss hier eine Stunde drauf rechnen, ja, News Central. Ja, kann man alle Märkte eben entsprechend sehen, die dann geschlossen werden. Es gibt leichte Veränderungen, WTI 19 Uhr, wenn man zum Beispiel ein Baumwolltrader ist oder Kakao handelt oder Kaffee, dann ist man eben ein bisschen später von dem ausgesetzten Handel betroffen. Aber alles in allem, so unterm Strich kann man sagen, Handel schließt hier um 19 Uhr MEZ, also mitteleuropäischer Zeit. Deutscher DAX beispielsweise, das dürfte die meisten interessieren, unverändert heute. Also hat genau wie normal auch bis 22 Uhr Handel, wobei man natürlich an der Stelle jetzt dazu sagen muss, schaut euch den Handelsverlauf heute an. Ich hatte heute früh im DAX Long oder Short ja schon eine Einschätzung gegeben. Das Setup, das war absolut technisch legitim, ist nicht getriggert worden. Ja? Also egal, welche Seite man nimmt, ob man jetzt den direkten Break nimmt oder ob man das Setup nimmt, wo ich sagte, den Gap Close inklusive vielleicht sogar den Retest des Closes von 22 Uhr am vergangenen Freitag, ist ganz knapp gewesen tatsächlich. Also wir sehen auch, eine Reaktion gab es durchaus. Wir sind ausgehend hiervon wieder 20, 25 Punkte long gelaufen gegen diesen Bereich. Ja, aber alles in allem, wie gesagt, Setups nicht getriggert worden. Der Handel unglaublich volatil, selbstverständlich, was wir eben auch hier an der 14er ATR sehen, also die durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten 14 5-Minuten-Kerzen liegt aktuell bei Pi mal Daumen 4,3 Punkten. Also es ist nicht spektakulös, ja, was wir da gerade derzeit zu sehen bekommen. Aber wie gesagt, Hauptgrund ist eben dieser Feiertag in den USA. Und das gilt natürlich ganz besonders an allererster Stelle für den Dow Jones. Ich habe übrigens, mir fällt gerade ein, ich habe den nicht ganz verändert. Da war ich ein bisschen, also faul ist das falsche Wort. Ja. Ich hab die Handelsspanne nicht angepasst. Ich zeige mal ganz kurz, was ich hier tue übrigens. Also was ich hier mache ist, ich orientiere mich ja immer an der Kasse beim Handel im Dow Jones. Und die mache ich mir kenntlich mit diesen zwei vertikalen Linien. Also wer das nachbauen will, das ist relativ zügig gemacht und ist auch kein, ich nenne es jetzt mal, ist nicht sophisticated oder dergleichen. Und habe dann hier eben entsprechend die Kasse eingefangen, die wie gesagt heute tatsächlich sogar verkürzt sich darstellt, beziehungsweise die Kasse, soweit ich informiert bin, ist glaube ich sogar komplett zu. Also das heißt, hier gibt es gar keinen Spothandel. Das Einzige, was wir hier sehen, ist eben der Terminmarkt, der hier geöffnet ist. Und das Besondere daran ist eben, dass die Kasse in den USA eine enorme Rolle spielt. Also das ist ganz, ganz wichtig zu berücksichtigen. Da ist ein enormes Volumen, was gedreht wird, anders als beispielsweise hier in Deutschland. Ja, und infolgedessen eben auch dann